Hallo, ich hoffe, es geht dir gut. Wir haben es jetzt gerade 12 Uhr. Johann und Clara sind gerade im Kindergarten und in der Schule. Elisa macht gerade ihren Mittagsschlaf. Und für mich ist es jetzt an der Zeit, das Mittagessen vorzubereiten. Ich dachte, ich nehme dich heute wieder mit. Es ist nämlich ein Rezept, das ich bisher noch nicht ausprobiert habe. Aber es soll ganz einfach sein. Also zumindest so, wie sich das gelesen hat, ist es gar nicht so schwierig. Und ich glaube, wenn es mir heute gelingt, dann wird es dir auch gelingen. Wir machen heute ein Curryhähnchen. Ich liebe das ja, wenn ich beim Asiaten bestelle oder da essen gehe, dann bestelle ich mir das eigentlich meistens. Und ich wollte das heute mal ausprobieren, ob ich das auch zu Hause hinkriege. Ich habe hier einmal schon alle Zutaten stehen. Und zwar natürlich einmal Hähnchenbrustfilets, zwei Stück. Dann habe ich hier eine Zwiebel, die Kokosnussmilch darf natürlich nicht fehlen. Dann habe ich hier einmal die Currypaste und zwar habe ich die milde genommen. Da gibt es natürlich welche scharf, aber ja, für die Kinder wäre das, glaube ich, nichts. Dann habe ich hier noch Eiwa. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist eigentlich, soweit ich das verstanden habe, nur so eine Paste mit Paprika. Genau, Paprika und Auberginen, aber ordentlich gewürzt. Und das gab es auch nochmal in scharf oder mild. Da habe ich mich natürlich auch für die milde Variante entschieden. Dann brauche ich natürlich noch leckeres, frisches Gemüse, was ich reintue. Da kann man ja eigentlich alles nehmen, worauf man Lust hat. Also ich dachte jetzt an so eine ganz normale rote Paprika. Und ich wollte eine halbe. Das war der Ketchup. Ich wollte noch eine halbe Aubergine mit reintun, weil ich das auch immer ganz lecker finde. Aber da kannst du ja auch dann reinhauen, worauf du Lust hast. Ich hoffe, ich rumpel hier nicht wieder zu laut, dass mir Elisa gleich aufwacht. Wir beginnen jetzt erstmal mit dem Hähnchen. Das werde ich jetzt erstmal abwaschen. Ich mache das immer so, auch wenn es frisch gekauft ist, wasche ich das immer erst nochmal mit Wasser einfach ab. Ich werde jetzt aber erstmal mit den Zwiebeln anfangen. Die werden nämlich gleich erstmal angebraten. Man soll doch eigentlich Kaugummi kauen, wenn man eine Zwiebel schneidet und schält. Dann soll das ja nicht brennen in den Augen, habe ich mal gehört. Ich habe es bisher noch nie ausprobiert. Warum eigentlich nicht? Eigentlich könnte man das echt mal ausprobieren. So im Live-Kochtest. Mir mal schreiben, was dein Lieblingsgericht, das schnell geht und einfach zu kochen ist, so für mittags ist. Meine Rezepte kennst du ja eigentlich ganz gut. Also die Nudelsuppe geht zum Beispiel super schnell oder auch der gebratene Reis, den ich ja auch schon mal gezeigt habe. Aber ich probiere halt auch gerne so neue Sachen aus. Jetzt zum Beispiel heute mit diesem Hähnchen. Ich immer mit meinen Internetrezepten. Zwiebeln kommen jetzt einmal rein. Und das Fleisch dazu. Ich liebe den Duft von Zwiebeln, wenn die so gebraten sind. Nicht so lecker. Geil. Chilischoten hinzugeben, das werde ich natürlich nicht machen. Das wäre viel zu scharf für die Kinder. Jetzt kommt ein Schuss Wasser rein und die Kokosmilch. Currypaste mache ich jetzt rein. Steht leider nicht genau wie viel, stand ein Päckchen, aber das wird es ja wohl nicht damit gemeint sein. Also ich versuche es jetzt einfach mal mit einem Teelöffel. Bekommt schon so eine richtig hübsche Farbe. So sieht das jetzt gerade aus. Ich warte jetzt einmal, bis das Gemüse durchgekocht ist. Und währenddessen mache ich jetzt auch schon mal den Reis, damit das auch gleichzeitig fertig ist. Es riecht schon sehr gut. Wenn es genauso gut schmeckt, dann ist es auf jeden Fall was geworden. Einmal probieren. Mmh. Mmh. Noch ein bisschen Salz. Das schmeckt schon gut nach Curry. Aber Salz fehlt noch. Und ich mache jetzt noch dieses Eiwa rein. Davon sollen jetzt zwei Teelöffel rein. So. Dann kriegt das wahrscheinlich dieses orientalische Feeling auf der Zunge. Jetzt schmeckt es nochmal, als hätte es nochmal dieses Besondere. Ich kenne das sonst, wenn wir das bestellen, dass es ein bisschen dickflüssiger ist, aber es schmeckt trotzdem sehr gut. Ich lasse das nicht köcheln. Ich werde den Herd jetzt ausmachen. Und dann gehe ich jetzt einmal die Kinder abholen, Johann und Clara. Ich muss einmal die Elisa leider aufwecken dafür. Aber so ist das. Wenn man ein Baby hat und zwei größere Kinder, dann muss es leider ab und zu mal aufgeweckt werden. Meine kleinen Mäuse sind wieder da. Und Clara hat sogar was mitgebracht, ne? Was hast du denn da? Das musst du mir noch erzählen. Zeig es in dem Wohnzimmer. Achso, okay, dann gehen wir ins Wohnzimmer. Also, das ist mein Stern. Den habe ich
abgeschnitten im Kindergarten. Den hast du selbst genäht, oder? Ja, und Hanna und ich mussten tauschen, weil die kleine Hanna war nicht fertig mit Nähen. Das hast du richtig schön selber genäht, Clara. Ich bin richtig begeistert. Hast du das auch angemalt? Nein, die hat sie gemacht. Ach so, okay. Und jetzt zeige ich mal, was da drin ist. Okay. Einmal gelbe Knete. Aha. Mit denen will ich gleich kneten. Okay. Und einmal eine Erdnuss. Eine Erdnuss, okay. So sieht das jetzt aus. Richtig lecker. Ich bin gespannt, ob es Justus schmeckt. Schon wieder der schärfste Kritiker. Also. Und weil ich ja selbst immer so gerne scharf esse, habe ich mir hier noch ein bisschen von meiner scharfen Soße hingetan. Das kann man ja ganz gut nachwürzen. Ja, du kannst ruhig reinhauen, Justus. Leg los. Moment, wir beobachten ihn. Ich mag es natürlich, wenn man mich beim Essen beobachtet. Ich will nur deine Reaktion, ob es lecker ist. Mm, schmeckt sehr gut. Mm. Ja? Mm. Der nächste kleine Kritiker? Ja, Johann? Also das Rezept ging jetzt wirklich super einfach, ging super schnell. Und wenn es auch noch schmeckt, dann kommt das in mein Repertoire, was wir dann so immer kochen zum Mittag. Die Küche habe ich gerade aufgeräumt mit den ganzen Mittagsessen-Sachen. Und jetzt wird es schon wieder schmutzig gemacht. Und zwar wollen wir heute noch Kekse backen. Justus macht immer den besten Teig, deshalb macht Justus den auch immer, ne? Aus einem Ei ganz viel Butter, bisschen Mehl und ganz viel Zucker. Die Kinder sind auch schon bewaffnet hier mit ihren Nudelhölzern. Sind schon bereit loszulegen. Und wir machen eigentlich immer dieselben Kekse. Und zwar, wie heißen die? Die haben einen bestimmten Namen. Die heißen nicht Doppeldecker, wir nennen die immer Doppeldecker. Die heißen Spitzbuben, glaube ich, oder? Spitzbuben oder Marmeladenkeks. Ja. Marmeladenkeks. Oder Marmelade in der Mitte von den beiden Keksen. So kann und das auch heißen. Zucker. Oder Puderzucker. Das hier habe ich auch schon besorgt, nämlich ein Lebkuchenhäuschen. Das wollen wir auch noch zusammen machen. Aber ich glaube, heute schaffen wir das nicht mehr. Noch nach dem Keksebacken sind wir dann auch langsam hinüber, ne, Justus? Oder bist du jetzt schon hinüber? Na. Niemals aufgeben. Guck mal, Elisa probiert schon mal den Teig. Mmh, schmeckt das gut? Das ist kein Puderzucker. Nein, das ist nur Mehl. Um die Wette auf die Plätze, fertig, los. Aber schön immer am Rand, möglichst wenig Teig. Nee, andersrum, Clara. Sieht man den andersrum? Genau. So, jetzt mache ich Sterne. Jetzt Sterne, okay. Hier mal einen. Habt ihr noch ein Förmchen für Elisa? Gib mal den kleinen da, den Stern. Ach, der sieht doch süß aus. Guck mal, Elisa auch. Elisa da. So, Patschi-Patschi machen. Machen wir da Patschi-Patschi. Ja, ja, super. Guck mal, Elisa hat auch einen Stern gemacht. Oh. Guck mal, Elisa. Wow. Ja, super gemacht. Elisa, nochmal. Die müssen nicht rauskommen. Patschi, patschi. Patschi, patschi. Die müssen nicht rauskommen. Ja, super. Patschi, patschi. Nicht daneben liegen. Nicht daneben liegen, weil die Backen sind auf dem Tisch fest. Oh, Papi, du bist zu spät dran. Wir können auch mal tauschen, Johann. Ich glaube, Elisa hat gerade ein Stück Teig probiert. Das ist nicht so zum Essen. Nein, Elisa. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut für dein Bäuchlein. Ich tue mal wieder. Oh! Das tun wir lieber weg, Elisa. Hast du irgendwo Mehl? Mehl? Mhm. Nee, das, was ich besorgt habe, Justus. Habe ich zu wenig Mehl besorgt? Ja. Soll ich noch mal kurz los? Nee. Können wir noch mal kurz los? Noch ein bisschen Zeit. Nein, der Kopf. Oh, der Kopf vom Lebkuchenmann. Ist abgefallen. Zeig mir mal den Lebkuchenmann. Ja, das geht so. Ich glaube, Elisa hat bestimmt die Hälfte des Teiges aufgegessen. Darf ich dahin? Sie sieht auch so verdächtig aus. Guck mal. Guck mal, ihren Mund. Sie sieht so verdächtig aus. Hat sie auch. Ne? Ganz mehligen Mund hat Elisa schon. Erste Blech ist fertig. Genau. Juhu, verdächtig Johann, siehst du aus. Johann, kannst du mir bitte noch was abgeben, weil du so viel hast? Wenn du das mir geben würdest, dann können wir damit teilen. Eigentlich müssten wir damit teilen. Könnt ihr in der Hälfte dann durchteilen. Was machst du hier das verboten? Das ist die geheime Parallelmanufaktur. Justus. Für Justus braucht noch seine perfektionierten Kekse. Und nein, die muss er nur. Die Doppeldecker-Kekse. Ich glaube, die Kinder haben noch nicht ewig Lust, da was zu machen.
Ja, die Kinder machen ein paar Kekse und wir machen dann unsere Spitzbuben. Oh, eine Glocke haben wir noch gar nicht gemacht. Dann mach mal noch ein paar Glockenkekse, genau, die sehen bestimmt gut aus. Oh, Elisa denkt, es ist schon Heiligabend. Sie hat schon unsere Christkindglocke hier rausgeholt. So weit sind wir noch nicht, Elisa. Das dauert noch ein bisschen. Weihnachten, Elisa. Tu mal wieder zurück in den Schrank. Zurück, Elisa, zurück. Klar, super. Das musst du machen. Und einmal zu. Einmal zu. Super. Ah, es ist ein Unfall passiert. Papi hat den einen Keks runterfallen lassen. Ja. Nein. Genau. Das war eigentlich das erste Blech gewesen und das ist jetzt das, was übrig geblieben ist. Der Rest ist auf dem Boden gelandet und kaputt gegangen. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Wünsche mir und mich macht so mancher Knick eine riesengroße Kleckerei in der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Die Kekse der Kinder, die sind jetzt schon fertig. Ich habe leider vergessen, auch andere Sachen zu holen. Jetzt hatten wir nur diese Streusel, dann mit Zuckerguss drüber. Und die Kekse, die Papi macht, drüben mit der Marmelade, die müssen wir gleich noch machen. Die sind noch im Backofen. Oh, das sieht schon sehr lecker aus, ne? Johann, Clara? Ja. Und ich weiß, ihr habt auch schon probiert. Mami hat das gesehen. Dürfen wir einen Keks probieren? Ja, natürlich, dafür sind die da, ne? Ich nehme ein Blümchen. Mmh, lecker. Mmh. Na, schmeckt das gut, Elisa? Guck mal, Elisa lutscht erstmal den Zuckerguss ab. Weil der Keks noch nicht genug Zucker hat. Ne? Ja, der ist noch nicht süß genug. Und sie leckt es richtig ab mit ihrer kleinen Zunge. Ist runtergefallen, das macht nichts. Mami mag gleich hier alles sauber. Guck mal, schon alles total perfektionistisch vorbereitet. Das heißt perfektionistisch ist einfach nur. Da darf auch niemand ran, ne? Nein. Ist ja auch. Das ist ja auch meine Kekse. Darf ich zu euch und die Kekse essen? Kekse aufessen? Du kannst gerne haben. Johann. Schön. Der erste Test. Ich teste auch. Elisa hätte gerne noch einen Keks. Oder was ist das für eine Pose? Das ist die Pose, ich hätte gerne noch einen Keks. Ach, du hast doch noch einen in der Hand, Elisa. Du hast doch dann noch einen in der Hand. Da hast du ja nur den Zuckerguss abgelutscht. Elisa, du Schelmine. Die Kinder sind jetzt alle im Wohnzimmer. Es hat niemand mehr Lust auf Plätzchen backen. So ist es immer. Am Ende sind nur noch die Eltern diejenigen, die die Kekse verzieren. Justus gibt hier nochmal Vollgas, verziert nochmal alle Kekse, damit wir heute nochmal fertig werden, weil wir müssen gleich wieder los. Heute ist nämlich noch Musikschule angesagt. Wir haben wieder ein straffes Timing heute. Schneller, Baby, schneller! Guck mal, zeig mal deinen super Trick beim Verzieren. Ja, also die Soße überall drauf, dann zwei gleiche Kekse ineinander und dann... Zeitsparendster Trick. Super liebevoll. Das sieht ja süß aus, Justus. Guck mal, soll ich dir noch einen neuen Teller holen, Justus? Nee, mach mal hier drüber. Nee, das ist doch noch gar nicht getrocknet. Das ist jetzt kein Superkleber, den man nicht mehr auseinanderbekommt. Justus macht ja richtig viel Kunstwerke hier auch noch. Zeig doch mal in die Kamera, was du hier für Kunstwerke machst. Kleine Kinder, Justus. Na, was macht ihr? Nichts. Du ärgerst Johann, dann wird Johann böse und versucht dich zu fangen oder was ist das für ein Spiel? Ein bisschen gruselig. Deine Kinder. Und Elisa mittendrin. Böse, Elisa! Böse! Was ist los? Was hat Elisa gemacht? Wir haben mich geknippt. Elisa, was ist passiert? Was hast du gemacht? Was hast du bei Clara gemacht? Bei Clara nur Ei machen, Elisa. Ich habe auch Ei gesagt. Und was macht Elisa jetzt? Was ist das für eine Reaktion? Macht ihr gerade Putzelbäume? Ui! Und rum. Ja, super, Elisa, Putzelbaum. Ja, super.
Nochmal ein Purzelbaum. Und rum. Ja, super. Habt ihr euch wieder vertragen, ja? Ja. Und nochmal. Oh ja, nochmal ein Elisa. Und wumms. Hallo, du. Justus fährt jetzt gleich los mit den Kindern zur Musikschule. Das macht er ja jede Woche. Und ich werde dann so lange hier alles nochmal aufräumen, damit wir es wieder schön haben, wenn sie wieder da sind und wir dann Abendbrot essen können. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.